Die initiale Zusammensetzung unseres Sonnensystems ist mal in diesen beiden Tortendiagrammen hier dargestellt. Einmal die protoplanetare Scheibe als Ganzes und dann noch etwas, das sich nur Metalle nennt. Ich fange mal mit der protoplanetaren Scheibe an. Da gibt es im Grunde genommen nur drei Kategorien. Zwei davon sind Elemente, und zwar einmal hier Wasserstoff und einmal hier Helium. Und das entspricht ziemlich genau der Zusammensetzung unserer Sonne. Ist ja auch klar, das entspricht ungefähr der Molekülenwolke, aus der sich unser Sonnensystem gebildet hat. Und dann gibt es noch was mit 2%, das nennt sich hier Metalle. Und das ist auch so, wie Astronomen eigentlich das Periodensystem der Elemente betrachten. Für die gibt es Wasserstoff, Helium und Metalle. Für die Kosmochemie sind dann genau diese Metalle eigentlich von besonderem Interesse. Und die sind dann einmal hier nochmal dargestellt. Und in diesen Metallen gibt es jetzt wieder verschiedene Gruppen. Da gibt es einmal die Gesteine. Und die Gesteine sind für die Kosmochemie am interessantesten. Also unter Gesteine werden dann insgesamt die ganzen Minerale, also Meteorite, terrestrische Planeten, Asteroide und so weiter gefasst. Das heißt, aus diesen Gesteinen hier, das ist der Anteil, aus dem sich dann die terrestrischen Planeten und die ganzen planetaren Körper gebildet haben. Und die machen gerade mal 0,61% Gewichtsprozent des gesamten initialen Sonnensystems aus. Also ein halbes Prozent ungefähr. Dann gibt es noch verschiedene Arten von Eis, CH4-Eis, H2O-Eis, NH3-Eis und so weiter. Und das ist hauptsächlich das Material, aus dem sich die Gasplaneten gebildet haben. Das ist ganz grob, wie unser Sonnensystem am Beginn zusammengesetzt war. Wasserstoff und Helium in der Sonne, Gesteine in terrestrischen Planeten und diese Eise primär dann für die Gasplaneten.